Wir sind hier an der 80 Mile Beach auf dem gleichnamigen Campground. Der ist ungefähr 350 km entfernt von Broome. Damit man hierher kommt, muss man etwa 10 km vom Northern Highway abfahren und eine Schotterstrasse reinfahren und dann hier an den Campground herkommt. Der ist hauptsächlich bekannt bei den Fischern, weil man hier scheinbar sehr gut Fisch fahren kann. Zum Baden ist der Strand weniger geeignet. Wenn man schon nicht baden kann an diesem Strand, dann kann man dafür mit dem Auto entlang fahren. Mit unserem könnte man das natürlich auch, wäre kein Problem, wir haben ja ein Allrad. Der Strand ist offen, vom Morgen um 7 Uhr bis am Abend um 7 Uhr. Und wenn es Eppe hat, kann man da relativ gut am Strand entlang fahren. Wir haben gestern etliche Autos gesehen, die hier entlang cruisen sind. Das Problem ist aber, damit man am Strand fahren kann, sollte man ein bisschen Luft rauslassen. Das würde ja noch gehen, aber wir können nachher in dem Sinn keine Luft mehr reinlassen, wenn wir dann wieder auf der Teerstrasse sind, weil wir keine Pumpe haben in dem Sinn. Von dem her, hey, wir lassen es sein, gehen wir mit dem Auto nicht an den Strand, obwohl wir eigentlich dürften, von dem her. Ja, und sonst gibt es eigentlich von diesem Strand nicht viel zu sagen. Es sind extrem wenige Leute da. Normalerweise in der Hauptsaison muss man hier reservieren, dass man hier auf dem Campingplatz etwas bekommt. Jetzt sind viele Sektoren zu. Nur zwei Sektoren sind offen. Und bei uns sind vielleicht etwa 10 Camper. Auf der anderen Seite hat es vielleicht etwa, und nochmal etwa 10. Platz hat es etwa für 200 bis 300 wahrscheinlich, wenn nicht mehr. Ja, man merkt, es ist Off-Season. Ja, heute werden wir jetzt wieder weiterfahren. Wir versuchen nach Marble Bar zu fahren. Und dann geht es dann weiter in den Carrancini Nationalpark, wobei der ungefähr noch 2 bis 3 Tage entfernt ist. Aber das ist unser primäres nächstes Ziel, der Carrancini Nationalpark. Also, in dem Sinn, noch ein paar Bilder anschauen vom Strand und weiter reinschauen. Bis später und tschüss. Wir sind hier auf der Borderline Road. Wir haben den Great Northern Highway verlassen und fahren jetzt sozusagen ins Outback von Australien Richtung Marble Bar. Ja, ich muss sagen, es ist eine schöne Gegend hier. Die unterirdische Strasse ist gut zum Fahren. Ich glaube, mit 60, 70 kann man fahren. Hat nicht so viel Wellblech wie Gipp River Road. Von dem her ist gut.
sind wir etwa 50 Kilometer sind wir jetzt auf dieser Road unterwegs. Natürlich noch kein einziges Auto begegnet bis jetzt. Und ich denke mal, das wird auch in der nächsten Zeit so sein. Ja. Geil sehen die roten Felsen aus da. Hat ein bisschen viel Freude, darum auch das Netz hier über dem Ring. Sonst ist es ein bisschen mühsam und die Temperaturen von dem her erträglich. Ich würde sagen etwa 30 Grad. Oder vielleicht 35 Grad. Man ist sich das nicht mehr so gewöhnt. Wenn man immer 40 Grad hat, wenn es plötzlich ein bisschen kühler ist, hat man immer das Gefühl, es sei gar kalt. Also, Gabi ist da hinten am, weiss nicht, am Steine suchen. Wir fahren jetzt weiter. Und mal schauen, davor sollte irgend so eine verlassene Stadt kommen. Also Stadt. Irgend so ein Dorf, das irgendwie aufgegeben worden ist. Ja, kein Wunder, in dieser Wildnis aus. Da gehen wir jetzt mal anschauen, wenn man heute noch etwas sieht. Ja. Schauen wir dort mal weiter. Also. Wir sind jetzt hier bei dieser verlassenen Stadt. Gesehen tut man nicht mehr viel. Die letzten 500 Meter waren sogar noch die Heere. Scheinbar war da mal etwas, aber heute ist da gar nichts mehr. Die Gegend ist zwar recht schön, aber ich weiß nicht, ob man hier möchte leben möchte. Ja. Mal hinterher laufen. Gabi ist schon hinterher gesäckelt. Dann laufe ich mal hinterher und dann schauen wir, ob etwas sieht. Und sonst ja, fahren wir dann wieder weiter.
Das ist jetzt also die heisseste Stadt in Australien. Marble Bar. Westen Australien. Durchschnittstemperatur je nach Jahreszeit über 36 Grad im Durchschnitt über 6 Monate gerechnet. Das habe ich auch mal gelesen im Reiseführer. Also von dem her, wenn man eine Durchschnittstemperatur hat von über 36 Grad, dann ist das relativ hoch. Ich würde mal sagen, es ist das Nest mit etwa 200 Einwohnern. Es hat Tankstellen. Dort hat es ein Ding, ein General Store. Dann gehen wir es mal anschauen, vielleicht kommen wir einen Kaffee rüber. Ja. Aber sonst Temperatur, davor ist ein Temperaturmesser. Wenn wir mal die Temperatur anschauen, die sie angibt. Es ist erstaunlich nicht so heiß. Also, wir hatten schon heissere Tage gehabt, zum Beispiel in Catherine, wo es über 40 Grad war. 42 Grad haben wir dort gehabt. Und auch in Warnum, wo wir mit dem Helikopter unterwegs waren, war es wärmer als hier. Okay. Marble Bar, the hottest town in Australia. The current temperature is... Was denkt ihr? Hoch, tief? Es ist über 30. Es ist über 35. Also, schauen wir mal. Terem. 37,0 Grad. Ja, ich würde sagen, es geht doch noch, oder? Aber wie gesagt, mir war schon heißer. Ja, Benzin kommst du auch nicht über. Oder nicht mehr. Darum müssen wir rauffahren zu anderen Tankstellen. Die Temperatur ist im Fall wieder rauf. 37,6.